Ja, das Rennen heute war eigentlich ein okay Rennen. Ich bin ein bisschen müde gewesen von den ganzen Trainings und vom Rennen in Sonntag und von der Reise und so weiter. Und ja, von dem her war es eine solide Leistung und bin relativ zufrieden damit. Das Aufgebot von Olympia wird zwar erst in 2 Wochen nach Weltcup in Lehrgang voraussichtlich bekannt geben, aber inoffiziell bist du eigentlich fix dabei, die einzigste Dame von Italien. Ist das eigentlich alles eine große Vorbereitung auf Olympia und wie schaut es aus, was sind deine Ziele und wie gut fühlst du dich? Ja, es ist eben, eigentlich habe ich schon den Winter bekannt gekriegt, dass ich eigentlich dabei bin bei Olympia mit meinem zweiten Platz von der Weltmeisterschaft Lüstia. Und von dem her habe ich eigentlich die Freiheit gehabt, mich einfach auf das vorzubereiten und nicht den Druck gehabt, dass ich muss mir irgendetwas beweisen. Und deshalb ist natürlich meine Form jetzt eigentlich langsam nach oben gegangen und ich bin natürlich noch nicht in Form, weil halt Olympia erst in 2 Monaten ist. Und ich fühle mich relativ gut das Jahr und ich hoffe natürlich eben das Bestmögliche rauszuholen.